Leute, herzlich willkommen wieder hier zu meinem nächsten Video. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt auf meinem Kanal Sascha Verrückte Touren. Ich befinde mich gerade hier mit meiner Hündin Scarlett auf einem verlassenen Lost Place. Das ist ein riesengroßes Werksgelände. Was das natürlich hier für ein Werksgelände ist, habe ich noch nirgendwo rausgefunden, noch keinen fragen können. Aber ich werde das alles so ein bisschen nachgehen und ein bisschen nachforschen, wenn wir hier auf diesem Gelände sind. Wie gesagt, ich befinde mich gerade jetzt hier auf dem Gelände. Und hier haben wir verschiedene Hallen. Hier haben wir natürlich auch ein riesengroßes Fass, was natürlich auch sehr interessant aussieht. Hier nochmal ein riesengroßes Gebäude. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was das hier so alles ist. Und ich sag einfach mal viel Spaß bei dem Video. Und Scarlett ist, machen uns jetzt mal auf der Suche. Und ich würde sagen, viel Spaß bei dem Video. Fangen wir doch schon mal an. Wir sind gerade hier an diesem Gebäude hier, wo hier natürlich aussieht wie eine Halle. Da würde ich sagen, da gehen wir jetzt mal rein. Da Scarlett ist hier neben mir. Wir haben ja auch hier ganz wenig Glas. Von daher ist es echt in Ordnung und auch nichts Schlimmes. Ja, hier befinden wir uns natürlich in einer richtig tollen leeren Halle. Das sieht man natürlich auch direkt hier hinter mir. Das sieht natürlich sehr schön aus. Und hier sind natürlich wieder ein paar Türen rausgerissen worden. Und aber es geht. Graffiti ist natürlich auch hier drin, klar. Aber ist nicht so viel, wie ich mir jetzt vorgestellt hatte oder gedacht hatte. Ja, hier ist es natürlich etwas dunkler. Aber gut, die Halle, die hier neben uns ist, sieht auch nicht anders aus. Als die andere Seite. Und ja, was die natürlich mal hier gemacht hatten, keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Ich möchte auch hier auch keine falschen Infos geben. Ja, hier ist natürlich jede Menge Sachen drin, also das kommen hier Fenster, Glastüren, Fenster, da hat man einen Notausgang. Ja, dann haben wir hier natürlich noch verschiedene Räume. Ja, hier ist natürlich auch vieles zerstört worden. Aber trotzdem, ne, so ein altes Werk hat natürlich auch so einen gewissen Charme. Scarlett ist da vorne. Da vorne ist Scarlett. Die passt natürlich auf. Auf jeden Fall sieht es hier ja nicht schlecht aus. Hat was, würde ich sagen. Leute, jetzt gehen wir natürlich hier wieder aus diesem Gelände raus und ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier durch. Mal gucken, was hier so alles so gibt. Gehen wir mal in den nächsten Gebäude rein. Ja, das steht auch schon sehr lange verlassen hier. Komm her, Scarlett, ich helfe dir mal. Komm her, Scarlett, komm. Ich helfe dir mal. So, Scarlett habe ich natürlich jetzt hier. So, da ist sie. Scarlett. So, Papa kommt auch. So, jetzt sind wir oben. Jetzt guck mal, wie es hier drin aussieht. Ja, hier ist natürlich alles sehr demoliert, aber richtig. Jetzt gehen wir natürlich lang. Ja, hier ist natürlich auch wieder alles zerstört worden. Auch heftig. Mein Gott. Das ist auch alles rausgehobt worden an Strom, Sachen. Was haben wir hier? Na, hier geht es runter Richtung Keller. Aber gut, da möchte ich jetzt mal nicht runtergehen. Jetzt gehen wir mal einfach mal hier durch. Durch so ein. Ja, man weiß auch gar nicht, was das mal für ein Gelände war. Das weiß ich wirklich nicht. Jetzt gucke ich hier mal. Komm, Scarlett, komm! So, da gucken wir hier. Nee, ist auch nicht großartig. Komm! So, jetzt sind wir natürlich hier. Ach, jetzt sieht man natürlich. Also hier ist eine, ja, sogenannte Rampe. Und ich denke mal, hier wurden Sachen angeliefert.
und ist natürlich hier in den Aufzug rein, wie man sieht, und dann ist es alles da oben gefahren worden. Ob das jetzt für die Kantine war oder irgendwas, das weiß ich jetzt nicht, kann ich euch jetzt echt nicht sagen, aber irgendwas wird es schon gewesen sein. So, da würde ich sagen, gehe ich doch schon mal weiter und Scarlett kommt auch. Scarlett, komm, hopp, die ist da runter, hier, die Treppe, hier, Scarlett. Hier die Treppe, komm her, touch, touch. Traut sich nicht. Komm, Scarlett, komm. Komm jetzt zu Papa, komm her zu Papa, komm. Da komm, da komm, komm. Oder komm her, da komm her, da komm her. Komm her, kleine Schüsserin. So, so, Scarlett ist auch wieder mit. So, jetzt gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Also hier. Ach, ist alles festgebunden. Ich weiß gar nicht, ob man da bis da vorne hinkommt. Aber ist natürlich alles festgebunden. So, dann gehen wir einfach mal weiter. Vielleicht kommen wir irgendwie andersrum. Hier rein. Also dieses Gebäude war jetzt nichts Großartiges, besonders. Auf jeden Fall können wir jetzt mal hier mal weitergehen. Aber Leute, ihr seht hier, wie es hier aussieht. Also hier haben wir auch noch eine riesengroße Halle. Das ist natürlich auch heftig. Also, was die hier alles gemacht haben, das ist... Guckt euch das mal an. Richtig schlimm, wie das hier aussieht. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ach, hier konnten wir auch durch. So, jetzt sind wir hier durch. Komm. Jetzt sind wir hier durch. Hier ist auch die große Halle. Eine riesengroße Halle. Ich gucke mal, ob meine Jacke kaputt ist. Ne, meine Jacke ist doch ganz. Habe ich doch Glück gehabt. Also hier haben wir eine riesengroße Halle. Ich weiß gar nicht, ob man hier reinkommt. Aber schaut mal, wie schön das aussieht. Leute, hier ist schon alles zugewuchert, aber richtig zugewuchert. Ich weiß gar nicht, ob man auch da hochkommt. Ach Gott, hier ist eine Eisentreppe, die führt hier komplett hoch zu dem riesen Gebäude hier. Also, schon heftig. Ich weiß gar nicht, ob man bis da vorne hinkommt. Leute, also da hoch komme ich jetzt leider nicht, schon alleine, weil ich jetzt gar nicht dabei habe. Ich habe auch gar keine Tasche dabei, wo ich sie natürlich irgendwo reintun kann. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd, aber ich würde mal hier ein bisschen weiter gucken. Vielleicht finden wir hier etwas, wo man hier mal weiterschauen können. Aha, hier ist ein riesengroßer Traforaum, oder was ist das hier für ein Geländer? Haben die komplett zugemacht. Dann haben die zugeschweißt. Mit einer Schraube. Boah, haben die so aufgebrochen. Nee, Wahnsinn. Das haben die einfach so aufgebrochen. Irre. Komm, ist geil. Na, gucken wir hier mal. Komm. Das ist auch noch so eine Art Traforaum. Was man hier so sieht. Aber auch vieles, vieles zerstört. Zerstört hier. Schade. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Also hier überall durchzukommen ist schon ein Kampf. Ja, aber zu diesem Gebäude komme ich, glaube ich, jetzt gar nicht hin. Erstmal das ganze Gestrüpp hier durch. Das muss ich bestimmt auch fies anhören an der Kamera hier. Okay. Leute, da komme ich leider nicht. Ah, hier ist das ein Übergang, ist das hier. Hier ist ein Übergang.
Und das geht praktisch zu diesem Gebäude. Also von hier nach hier müsste es praktisch einen Übergang geben. Seht ihr das? Von hier nach hier. Muss ich nachher mal schauen, was das für ein Übergang ist. Und ja, Scarlett rennt auch hier. Hier ist Scarlett. Na, da ist sie. Na, Mäuschen. Ja, wir schauen schon. Wir finden schon irgendwas, wo wir durch können. So, hier kann man auch nochmal rumgehen. Was haben wir hier alles? Komm, Scarlett. So. Schauen wir mal. Aber seht ihr das, ne? Also, ich hoffe, man kann es auch gut erkennen hier durch die Kamera. Schaut mal. Hier, die sind bestimmt von diesem Gebäude. Irgendwie die Treppe rauf. Konnte natürlich hier hochgehen. Hier quer hoch und dann oben in diesem Gebäude rein. Das macht mich natürlich neugierig. So. Jetzt gucken wir mal. Okay. Mein Gott. Ich frage mich nur, was das für eine Firma gewesen ist. Ja, wie man sieht, ist natürlich auch hier auch wieder komplett alles ja, zerstört und kaputt gemacht worden. Und schade eigentlich für dieses tolle Werk hier. Hier ist auch ein Werk mit Strom, so eine Art Strommasten, alte. Die kann man hier noch so sehen. Guck mal hier weiter. Das ist natürlich blöd, weil alles zugewachsen ist. Vor lauter Brennnesseln, Stacheln ist hier. Ich zeige euch das aber trotzdem mal ein bisschen. Ich könnte jetzt hier durchgehen oder vielleicht gehe ich auch in Ach, hier ist ein Weg. Okay, hier ist ein Weg, hier kann man durch. Kann also nichts Großartiges passieren. Glas haben wir auch keine hier. Hier ist Scarlett. Deswegen müssen wir aufpassen drauf. Also guck mal hier, ganz, ganz starke Stromdinger waren hier. Also Stromverteiler oder wie das sich hier nennt oder Elektrizitätswerk, kleines. Kann natürlich auch sein. Schaut mal selber. Seht ihr das? Da. Ganz dick. Und dann hier auch wieder. Auch wieder ganz dicke. Krass. Auch Toilette. Hey, das ist Asbach uralt und schon gar nicht mehr. Das schon gar nicht mehr war. Komm, Scarlett. So. Wir kommen aber nirgendwo rein. Auch zu. Ey, die haben ja wirklich alles zugemacht hier. Obwohl es schon so lange leer steht hier. Guck mal. Ne? Also, ist auch noch eine Holztür. Auch eine Eisentür. Schloss drauf. Boah, ist das groß hier. Ach, ganz alter Kran hier. Da hatten die natürlich auch immer was gehabt. Und so eine Türe, die ist natürlich, ach klar, die ist auch zu. Hier ist, guck mal hier, was ich gefunden habe. So, ich drück mal dagegen mit der Kamera, leicht. So, könnt ihr das sehen? So, jetzt, guck mal. Pause. Hier ist natürlich eine Riesenhalle. 16 Tonnen wiegt dieses Eisenteil da oben. Krass. Und hier ist natürlich auch was richtig Schweres gelagert worden. Ich weiß es immer noch nicht. Ich habe immer noch nichts gefunden, wo man so Anhang irgendwie gucken könnte. Aha, hier ist das Eisenwerk gewesen oder Papierfabrik oder ich weiß es nicht. Bäume. Das Dach kommt auch schon hier runter. Ja, hier ist auch nichts mehr Besonderes. Also auch wirklich nur leere Räume. Hier liegt jede Menge Holz. Aber was für Holz? So, hier haben sie natürlich die Mauer durchgetreten. Ja, und hier kann man natürlich auch mal schauen,
wie es hier aussieht. Alte Regale haben wir hier. Aha. Guckt euch das mal an hier. Ganz alte Eisenregale. Hier hängt noch eine alte Uhr. Die Uhr ist um 10 vor 12 stehen geblieben. Die andere oben ist um 1:30 stehen geblieben. So eine alte Industrieuhr ist natürlich auch was Schönes. So, jetzt habe ich gerade mal geschaut. Da drin ist nämlich auch alles Glas. Das ist nämlich so eine Art Verwaltung. Und in der Verwaltung hier, da können wir schauen. Oh mein Gott, das sieht natürlich auch richtig heftig aus hier, ne? Mein lieber Mann. Also hier ist auch richtig gewütet worden hier. Also großartig ist hier nichts. Das sieht sehr schlimm aus. Das sieht ja schlimm aus hier. Büro. Firma Zang. Wahnsinn. Da steht ein Auto. Scheiße. Leute, da steht ein Auto. Wie soll ich jetzt hier wieder wegkommen? Tja, Scarlett. Jetzt stehen wir hier. Das ist mir natürlich auch selten passiert. Irgendwo in Lost Place und jetzt. Ah, die Tür ist zu oder aufgegangen, keine Ahnung. Ich glaube, die Tür ist zugegangen. Ich weiß nicht, was der macht. Kennzeichen. WLS. Tja, keine Ahnung. Was mache ich jetzt? Wie komme ich hier wieder weg? Das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Ich guck mal, ob ich von der anderen Seite rauskomme. Super, Sascha. So eine Mist ist mir auch noch nie passiert. Jetzt stehe ich hier und komme hier nicht weg. Richtig klasse, Sascha. Gut, Leute, das passiert natürlich mal im Lost Place, wenn man irgendwo ist. Ich gucke jetzt einfach mal. Da steht der Wagen. Da steht der Wagen. Schau mal. Da. Da steht der Was mache ich jetzt? Gute Frage. Nächste Frage. Guck mal nochmal richtig an. Naja, ich gehe jetzt mal im Haus. Mal gucken. Hier weitergehen. Aber es geht natürlich nicht. Verdammt, verdammt, verdammt. Ja, dann gehe ich am besten hier mal raus. Mal gucken. Ja, Leute. Dieses Lost Place kann ich leider nicht weitermachen. Obwohl das hier so groß ist. Aber ich habe jetzt ein Problem. Thank you.
Leute, ich muss leider das Video abbrechen hier. Ihr habt gesehen, da steht einer. Ich weiß nicht, wie lange der da rumsteht. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, ich würde mal gerne hinfragen, mal fragen, ob ich hier filmen darf. Aber das ist immer so eine Sache. Und ja, Leute, ja. Jetzt habe ich noch mal kurz nachgeschaut. Und zwar ist das hier ein alter Bergwerk, ein alter Schacht. Ja, der zu einem Bergwerk gehörte. Also, jetzt weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Okay. Super, okay. Wie gesagt, das gehörte zum alten Bergwerk. Das ist ein Schacht. Und ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Und ja. Ja, gut zu wissen. Siehste? Da weiß man wieder ein bisschen was mehr. Gut, wie lange das ungefähr jetzt stehen geblieben oder wie lange das schon leer steht, das weiß ich natürlich jetzt auch wieder nicht. Da muss ich nochmal richtig nachgucken. Da weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Ihr wisst auch Bescheid. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und jetzt bin ich wirklich weg. Ciao.